Servus, mein Name ist Rochak und wir spielen Reise der Wunder, The Frozen Pass. Und ich zeige euch, wie es geht. So, als erstes ziehen wir den Sprengstoff hier rüber, weil dieser Schneeball hier, der darf nicht von der Plattform. So, den rüberziehen, feuern, hepp. So, jetzt ziehen wir den hier nochmal rüber und nochmal feuerfrei. Weil wäre dieser Schneeball hier oben weg, dann wäre hier Wasser und das würde aufhören. Das heißt, wir können dann nicht zu den Gegnern hier. So, warte mal, den müssen wir noch. Achso. Den ziehen wir jetzt noch schnell eins runter. Dann müsste das perfekt in dem Winkel stehen. Jo. So, dann können wir den hier drüben gleich befeuern. Das Fass muss weg. Hopp. So, können wir schon mal alles vorbereiten. So. Oder wo ich brauche es euch ja nur erklären. Und zwar. Das Gegnerteam hier vorne, hier müsst ihr mit Wurg spielen, also der muss definitiv im Team sein. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Jo.
so, dann ist der Weg hier frei. Also wie gesagt, Burg muss im Team sein. Dann könnt ihr euch die Belohnung hier hinten holen. Und wir machen jetzt gleich weiter. Schieben den dann jetzt eins hoch. Dann gehen wir schnell hier runter. Hopp. Den wieder raus. Vorne rein. Und mit Fragen müsste es eigentlich auch klappen. Der Vorführeffekt, würde ich sagen. Feuerbalken hier ein bisschen rüber. Perfekto. So, den Boss hier oben könnt ihr vergessen. Den schafft ihr nicht. Also ziehen wir uns das Dynamit etwas rüber. Damit wir einen schönen Effekt haben. Mal, hopp. Und ab geht die Knallerparty. So. Und schon können wir uns hier oben die Truhe mitholen. Das wollen wir jetzt nicht haben. Und ja, damit habt ihr es eigentlich schon geschafft und seid durch. Ja. Viel Erfolg wünsche ich euch. Bis dahin.